Fallout 4. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wir stehen hier wieder vor dem Polizeirevier. Denn beim letzten Mal haben wir dem Ritter geholfen, der stehlenden Bruderschaft. Und sind jetzt hier leider mitten im Sandsturm. Wir sehen nix. Naja. Ich habe die Basis ausgeräumt, habe dabei ein Level abbekommen und ich überlege gerade ein bisschen, ob wir anfangen, Intelligenz zu steigern und auf Rüstung erstmal noch ein bisschen scheißen, denn wir brauchen natürlich das hier. Jetzt für Energiewaffen zum einen, wir haben jetzt Zugang zu Energiewaffen und da könnte das auch gut helfen. Außerdem, Robotik ist jetzt nicht so schlecht, aber hier. Strahlungswaffen verursachen 50% mehr Schaden. Sind Energiewaffen auch Strahlungswaffen? Ich glaube ja, oder? Also ich habe... Ich kann mich nicht entsinnen, hier irgendwo mal Strahlenwaffen, Energiewaffen gelesen zu haben. Sondern es sind, wenn alles immer... Es ist ja Stärke, da wird es definitiv nicht sein. Aber Gewehre... Ist ein Energiegewehr auch ein Gewehr, wenn es nicht automatisch ist? Also zählt das auch für Energiegewehre und Strahlengewehre? Oder muss ich dafür definitiv hier den Pfad nach hier unten machen und das hier lernen? Das ist aber meine Vorstellung. Ich glaube, dass ich da schon langsam mal hingehe, oder? Wollen wir das machen? Klingt gut, ne? Intelligenz klingt immer gut. Außerdem kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. Yay! Mehr Erfahrungspunkte! Und wir können den Verstärker abgeben. Da werden sie sich bestimmt freuen, denn dann können sie endlich wieder Kontakt aufnehmen zu ihrer Basis und nach Verstärkung rufen, denn sie sind nicht mehr viele. Es sind echt nicht mehr viele da von denen. Schön, dass sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich war das nicht allein. Ich hatte Zivilistenunterstützung. Ich habe ihm einen Platz in unserem Team angeboten. Aber ich weiß nicht, ob er das Angebot annehmen wird. Bis er sich entschieden hat, kann er hier gerne sein Lager aufschlagen, sofern das nicht unsere Operationen stört. Was ist los? Hast du nicht den Mumm, uns beizutreten? Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Ja, ich muss noch etwas länger darüber nachdenken. Wie du meinst. Wenn du dich entschieden hast, du weißt ja, wo du uns findest. Ja. Wir haben ja auch einfach keine Zeit... Wenn die Nummer zu groß ist, findest du sicher auch Arbeit auf einem Hof in der Nähe. Echt? Entschuldigung. Muties und wilde Ghule jagen ist meine Spezialität. Und Synths? Das ist für mich wie Tontauben schießen. Kannst du mir denn erklären, warum du da draußen blutend auf dem Boden lagst? Halen ist zwar nur Gelehrter, aber... Ja, hör doch mal auf, mich voll zu labern. Ich möchte nicht... Oh, lass mich in Ruhe, ich lehne gleich ab. Meine Fresse. Gelehrter Halen? Wenn du der stählenden Bruderschaft nicht beitrittst, lässt du dir eine einmalige Gelegenheit entgehen. Paladin Dance ist ein unglaublich guter Truppführer. Ich wüsste nicht, was wir ohne ihn machen sollten. Kann ich jetzt... Ich meine, jetzt abgesehen davon, dass du mir immer wieder sagst, ich soll hier beitreten, ich soll doch mit dir reden. Paladin... Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Ja gut, also das bleibt jetzt einfach... Okay, das ist jetzt einfach die Position, wie du meinst. Wenn du dich entschieden in der hast, ich die... Du weißt ja, wo du uns findest. Nimm das, was Ritter Rice sagt, nicht persönlich. Die so der der Bruderschaft beitreten kann. Okay, ich hätte gedacht, dass wir jetzt da irgendwie noch den Verstärker anbringen oder irgendwie sowas. Aber gut, gut, dann haben wir das erledigt. Das ist schön. Erfolgreich jenen geholfen. Und wir haben noch einen weiteren Auftrag, den wir erfüllen können, beziehungsweise eine weitere Hilfebotschaft haben wir bekommen. Und zwar von einer Karawane, die von Robotern angegriffen wurde. Und da wollen wir jetzt mal hinstratzen. Das dürfte ja hier relativ in der Nähe gewesen sein. Ein bisschen östlich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und es wurde sich ja auch von euch gewünscht, von mehreren Leuten, dass ich hier schon versuche, auch so Nebensachen anzunehmen und möglichst viel zu erkunden, was ich definitiv nicht in hundertprozentiger Manier schaffen werde. Dafür ist das Spiel einfach viel zu groß. Aber wir nehmen natürlich mit, was wir mitnehmen können. Zum Beispiel diesen fantastisch langen Ladescreen. Den nehmen wir gerne mit. Denn auch daraus besteht das Spiel. So.
Wo ist denn diese... Was können wir ausmachen? Da. Die ist da lang. Okay. Aber will ich hier durch die Stadt laufen? Na komm, wir laufen durch die Stadt. Wir haben ja mehr als genügend Waffen jetzt. Also wirklich, wir haben so viele Waffen. Und so viel Munition für diese Waffen. Das Einzige, was uns passieren kann, ist ein Hinterhalt oder eine Mine. Oh. Weil sowas muss ich leider immer mal auch einsammeln, weil ich finde ich nie wieder den... Oh Gott, hallo! Hast du mich gesehen? Da unten ist ein Nest. Aha. Da möchte ich mich gar nicht mit anlegen. Nein, 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 das ist nicht unser Job. Und auch nicht unser Ziel heute. Eine Kirche. Kann man da rein? Neugier 20! Wer DSA kennt, wenn man mich als Charakter generieren würde, Neugier 20 wäre meins. Legen wir los! What? Wie bitte? Father Gabe ist aggressiv. Ups. Okay. Und die anderen? Da. Na, fall um. Nein, lad doch nach. Scheiße, aua. Wie lange lädt der denn nach? Oh, wie lange lädt der denn nach? Ist doch... Ich nicht gerade die geile Waffe dafür. Nehmen wir lieber das hier. Ach, das verbraucht die gleiche Munition. Oh. Oh, ein Arm. Ist der Typ jetzt tot? Der Vater, der war ja... Na gut, da geht's nach draußen. Wir wollen nicht nach draußen. Wir wollen erstmal uns weiter umgucken. Der war ja auch als Feind anvisiert. Ein verbranntes Buch. Hier... Oh. Father Gabe. Ein Pastorengewand. Das nehmen wir doch mit. Aber das sieht auch aus wie ein Ghoul, wenn ich das jetzt mal so als Unwissender einschätzen kann, sollte, darf, tue. Ein Silberteller und Munition. Wenn wir für unser Scharfschützengewehr jetzt richtig viel Munition. Oh, der hat sich hier nur eingenistet. Oh, vielleicht war er auch gar kein Bösewicht und auch gar kein Mutant, sondern hat einfach... sich hier nur eingenistet, einen Unterschlupf gesucht und hat halt gesagt, ich bin Pastor und da passt es halt ganz gut, in der Kirche Unterschlupf zu suchen. Aber das hat ihm nicht viel gebracht, würde ich sagen. Auch schön, dass man solche Sachen hier sieht und machen kann, also die das hier begehen kann. Auch wenn es nur ein unnützer kleiner Raum ist, in dem, also unnütz in der Form, dass hier nichts Besonderes ist, ist es doch, es ist halt diese Immersivität, diese Immersion, dieses, es fühlt sich lebendig an, weil es nicht einfach nur Questräume sind, nur Questgebäude oder irgendwie, da ist was Specialiges drin, sondern es ist eine wirklich lebende Welt, in der bestimmte Gebäude noch halbwegs stehen, man kann sie zum Teil begehen und da passiert aber dann trotzdem teilweise was drin. Also entweder es sind kleine Geschichten, die mit Gegenständen erzählt werden oder mit Texten oder mit Personen wie das Labor. Erinnert ihr euch noch an dieses Meth-Labor, was wir gefunden haben, wo dieser Wahnsinnige, dieser Psychotyp, dieser Verschwörungsfanatiker drin war, der an seiner eigenen kleinen Mini-Nuke gebaut hat und deswegen zum Ghoul geworden ist? Solche kleinen Geschichten. Und halt auch hier, der Pater, der in einer Kirche Zuflucht gesucht hat und von wilden Ghoulen zerfleischt wurde. Das ist schon wirklich gut gemacht. Oh Gott.
Supermutanten. Schön. Da liegt noch jemand. Da liegt noch jemand, den wir natürlich gerne ausplündern. Dankeschön für Ihre Spende. Ah, deswegen gehe ich nicht gerne durch Städte hindurch, weil hier einfach immer irgendwas ist. Hier ist immer Action. Auch sehr schön gemacht eigentlich, ne? Dass hier die Städte schon sehr umkämpft sind und dementsprechend auch immer irgendwie Leute hier unterwegs sind, Kämpfe stattfinden, Umpositionen. Und da auch wirklich jeder Meter zählt für diese Leute. Ja, ich bin noch gerade reingelaufen, um zu erkunden. Aber danke, dass du mir das mitteilst, dass hier vielleicht was drin ist. Ein bisschen umgucken möchte ich mich ja trotzdem nicht. Halt. Ich kann nicht. Ich kann nicht aus meinem Fell. Es geht einfach nicht. Ich kann doch hier nicht. Geh doch mal aus dem Licht. Winona. Oh! Schlüssel zum hinteren Lager? Ein hinteres Lager? Wir haben mit einem Schlüssel. In Ordnung. Hinteres Lager. Wo ist das hintere Lager? Hinteres Lager. Bist du das hintere Lager? Nein. Bist du das hintere Lager? Klempners Geheimnis? Aber das ist nicht das hintere Lager, weil er hat die Tür. Oh Gott, einfach so öffnen können. Hallo? Hallo? Alter. Diese Schaufensterpuppe. Noch ein bisschen die Äugler nach Minen aufhalten. Hä? Nichts? Okay. Geh mir aus dem Licht! Meine Güte, Lockmeat. Was? Wieso? Wieso fällst du um? Über den Eimer? Eimer, 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 Eimer. Danke. Was ist das hier für ein komischer Ort? Warum ist der da? Hat der, ist das auch wieder einfach nur in Anführungszeichen, der Welt Lebendigkeit zu geben? Und hier ist sonst gar nichts. Außer Schrott natürlich, davon ganz, ganz viel. Den wir gerne mitnehmen. Nein! So, mehr als knapp gerade. Da wäre ich auch definitiv in die Luft geflogen. Wer baut denn hier Fallen auf? Was? Sag mal. Eine Radkakerlake. Du hast doch ein Rad ab. What the fuck, was bist denn du für ein Riesenvieh? Das Duellanten. Chance von 10%, einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Nur im Nahkampf? Oder immer? Also auch jetzt, wenn ich als Fernkämpfer gegen den Nahkämpfer kämpfe? Das wäre natürlich schon ziemlich nice. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Boah. Oh. Da hat sich jemand wohl verschanzt und zu Tode gesoffen.
Superkleber. Alkohol hier irgendwo. In einem Klo verschanzt. Na gut, dann haben wir hier alles. Okay. Aber das war nicht das hintere Lager. Ich will jetzt aber auch nicht so ewig suchen. Aber ein bisschen suchen möchte ich noch. Ein bisschen Neugier muss ich noch befriedigen. Also das macht mich das zu sehr fertig, wenn ich jetzt einfach weiterlaufe. Und dann ich so, ich hab diesen Schlüssel, den vergesse ich eh wieder. Wenn ich jetzt nicht jetzt suche, dann vergesse ich den Schlüssel. Und bis ich dann mal wieder hier bin und dann mich daran erinnere, dass der Schlüssel da ist. Gut, ihr würdet mich vermutlich daran erinnern. Und vielleicht müsst ihr das auch, je nachdem. Wir gucken mal, wenn wir das jetzt schnell finden, ist gut. Ansonsten erinnert ihr mich einfach später nochmal dran, dass wir den Schlüssel noch haben. Na? Ladescreen. Dankeschön. Gut. Hier irgendwo müsste doch... Ist das? Warum? Au. Oh, das scheint... Oh, oh Kacke. Das ist ein... Nein, das ist ein Gegner. Hast du das gehört? Ach, Kacke. Warum denn? Ich hasse es. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Habe ich hier gleich ein Raiderlager entdeckt? Überall, da ist noch eine Mine. Leiche, alles Siedler. Wir müssen eigentlich das dann ausrotten. Ist das das Hinterlager? Ja! Und hier drin befindet sich Klebeband. Yay! Eine Blutsäge? Was für ein Ding war das? Was war das? Das war keine Waffe. Eine Bügelsäge. Lass mich mal... Oh, alter Hund! Gelbe Farbe, Short, Kampfflinte. Warum ist hier ein Soldat? Das ist doch ein Soldat, oder? Der sich hier verschanzt hat. Oder versteckt hat. Ich sag heute gerade ganz, ganz viel verschanzt. Heute ist alles verschanzt. Oh, alter Hund, ich schieß dir gleich in den Kopf, wenn du anfängst, mal nicht ständig im Weg zu stehen. Gut, apropos im Kopf schießen. Das darf hier nicht sein. Wir dürfen hier nicht so eine Raider-Basis stehen lassen. Das ist eine Gefahr für... Ja, schon möglich. Muss mit dem Chat aufhören. Alle. Hä? Wer? Nix. Niemand. Macht Schluss, Jungs. Hey. Wir haben jetzt hier noch nix. Da ist der Eingang. Da ist noch eine Mine. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe ja, da können wir gleich nachhelfen zur Gehirnerschütterung. Da muss ein Turm. Was zum... Ah, Turm. Zeig dein Köpfchen. Oh, bin runtergefallen. Ist wohl Spielchen mit dem Spiel, was? So, der zweite ist weg. Wo sind die anderen? Das ist ein bisschen, ist irgendwie genau vorne vor uns. Der andere ist da irgendwo. Oh, ein Turm.
So. Ist der weg? Halte die Augen offen. Ich glaube, das ist noch einer. Ist ein Stealth Boy. Aha. Oh, da war er gerade. Schleich nochmal zurück. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Nee, ich bin weg. Bin unsichtbar. Special-Fähigkeit, die ich habe. Unsichtbar sein. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Oh, Alter. Können wir mal bitte das da ausmachen? Immer dieses Licht. Wer will denn sowas? Ich bin doch der Schatten, der die Nacht durchflattert. Glückwunsch! So, und der letzte ist da in diesem Haus. Ja, ja, Winona. Sehe ich ihn schon? Ich sehe ihn nicht, ne? Da ist er. Findet sie und tötet sie. Ist noch einer. Komm raus, dann mach ich's kurz und schmerzlos. Dann machen wir erstmal das Licht da drüben aus. Hier ist noch eine Mine. Oh, ich bin überladen. Winona? Hey. Mal her. Wir müssen mal ganz kurz handeln. Du musst mal ganz viel Krams von mir wieder nehmen. Wir haben nämlich ganz viel Müll, den wir noch benutzen wollen, um daraus tolle Sachen herzustellen. Gott, da haben wir schon wieder viele Sachen. Meine Güte. So ein Inventar sammelt sich echt schnell voll, ne? Ganz, ganz schnell ist da... Okay, wir schleichen mal wieder ein bisschen. Da ist wieder eine Mine. Alles hier vermint, ne? Was zum Teufel war das? Nehmt eure Verteidigung auseinander. Hey, wer ist da? Iman! Was war das? Hab dich! Das Jet wird dich nervös machen. Hä? Nix. Gott, ist das Zeug radioaktiv. Oh Gott, hier ist eine Radioaktivität auf dem Boden. Ich sehe schon Geister. Na gut. Schnell mal die Waffen nachladen. Du bist nachgeladen, du bist nachgeladen, du bist nachgeladen. Sehr schön. Hey. Wurde da gerade geschossen? Oh. Die hätte mich gleich in die Luft gesprengt. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Dann würde ich sagen, wir begrüßen die Leute mal ein bisschen. Scheiße, was war das? Shit. Nee, das war meine Begrüßung. Das war meine zweite Begrüßung. Begrüße immer zweimal. Ich sehe deine Waffe. Nicht mehr. Was? Dankeschön. Denkst du, du könntest dich verstecken? Oh, noch jemand? Wie viele sind denn hier? Wo denn? Haltet die Augen auf, ich glaube, das Arschloch benutzt ein Stealth-Boy. Sag mal, über diese Beleidigungen. Ist übrigens, das wurde auch gefragt. Ich weiß leider nicht mehr von wem, tut mir leid. Ich hab's nicht mit Namen, es tut mir so schrecklich leid. Es ist nicht böse gemeint, wenn ich euren Namen nicht im Kopf hab. Es tut mir echt so leid. Jedenfalls wurde es gefragt, die Beleidigungen sind keine Mod, sondern das ist standardmäßig. Ja, lauf nur weiter. Turmsteuer. Haben wir noch Türme verbunden? Machen wir den mal aus, bevor der uns hier nämlich entgegenschießt. Mal im Deckungsmodus. Wir haben ein bisschen Spaß mit dem. So. Da. Ja. Hallo. Und der letzte ist da oben. Nichts. Da hinten, da ist er. Zumindest sieht es verdammt nochmal da aus.
Wo ist denn der? Hallo? Oh. Was? Ich reiß dir deine verdammte Kehle raus! Was? Ich wollte gerade sagen, hallo? Auf die Distanz treffe ich nicht? Gott, haben wir dieses Lager auch wieder sicher gemacht? Machen die Türme alle auf. Und dann plündern wir noch ein bisschen. Gucken wir mal, was hier Besonderes so rumliegt. Warum die sich gerade hier einen Platz gebaut haben. Und ob man das hier auch zu einer Basis umbauen kann, fällt mir jetzt spontan gerade ein. Weil es sieht schon sehr basig aus. Ne, mit diesen ganzen Verteidigungs- oder mit den Wellen drumherum. Wäre cool, wenn man hieraus eine eigene Basis machen könnte. Würde sich anbieten. Wir haben immerhin für Ruhe gesorgt. Betten liegen hier. Aber noch keine Werkbank gesehen. Da ist noch eine Waffenwerkbank. Bin ich jetzt einfach wieder blind und habe die Werkbank übersehen? Und es gibt eigentlich eine? So wie bei der Bruderschaft des Atoms? Was haben wir hier? Achso, das hatten wir schon. Terminal. Tja, ich finde jetzt nichts. Diese Kiste habe ich noch gefunden. Ich finde jetzt nichts, was hier irgendwie Werkstatt heißen würde oder Werkbank. Müsste mir mal sagen, ob ich das übersehen habe? Oder ob hier auch wirklich wieder keine ist? Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich da auch wieder Feedback bekomme, wie beim letzten Mal. Und wir gehen jetzt aber erstmal weiter und gucken nach den... Oh, warte mal, wenn wir schon mal gerade hier waren. So. Nach der Karawane, die da Probleme hat. In 96... Oh, da wird doch schon fleißig geschossen. Okay, okay, okay. Wir wissen nicht, wer der Feind ist. Vermutlich kann ich mir auch ganz gut... Oh, das ist der Feind. Ein Schwarmbot? Steh doch mal nicht im Weg. Ja, da brauchst du mich nicht anknurren. Du stehst im Weg. Ich treffe nichts. Wie kann das denn sein? Au, au. Lauf mal, bitte. Kacke. Ich steh. Wasser. Falsch. Scheißwaffe. Gib mir mal was zu essen. Wie zum Beispiel. Das da. Und das da, so. Okay. Wieso treffe ich denn nicht? Wie kann das denn sein, dass ich hier nicht treffe? Oh Gott, hallo. Müllbot? Roboter-Reparatursatz.
What? Das darf so nicht weitergehen. Wird noch weitergeschossen? War's das? Shit, aber alle sind tot. Der Roboter lebt noch. Für den können wir reden. Oh, na dann. Ah, da. Meine Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Ist alles okay bei dir? Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. Danke nochmal für ihre Mühen. Ich weiß, dass sie es ihnen ebenfalls gedankt hätten. Was für ein... Mein Beileid. Mein Beileid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Es muss einen Grund geben. Es muss doch einen Grund geben, warum sie euch angreifen. Ich bin mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil dieses Grundes. Außer mir hat Jackson noch Turing, Hertz und Porter erschaffen. Unsere eingebauten Modifikationen wären für Plünderer wertvoll. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Ja, ihr konntet nicht wissen, dass sowas passiert. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen. Den Mechanist. Wer? Wer ist der Mechanist? Meine einzigen Informationen stammen von den Augenbots. Die falschen reden von Friede und Gerechtigkeit. Nur eins ist sicher. Diese Roboter bringen nichts als den Tod. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich möchte verhindern, dass diese Mechanist-Roboter noch mehr Unschuldige töten. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics-Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Ach, Kacke. Das ist natürlich cool. Ein Roboterbegleiter. Aber dann müssten wir Winona abgeben. Bist du dir sicher, dass du fit genug bist? Sicher, dass du dafür fit genug bist? Ja, ich werde nicht ruhen, bis der Mechanist aufgehalten wurde. Kann ich... Wenn ich jetzt sage, ja, geht denn... Geht denn Winona zurück? Ja, gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Wahrscheinlich sind die Roboter noch dort. Ah, Dogmeat... Dogmeat, geh mal nach Ponyville. Ja. Okay. Mechanische Bedrohung abgeschlossen. Wow, das braucht viele Erfahrungspunkte. Ja, die brauchen das nicht mehr. Wir können erstmal ein bisschen plündern. Schon schade für die. Hätte man die... Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ja. Hätte man die retten können? Oh, ich bin überladen. Oh, das war Turing. Hey, Ada. Aufgepasst. Wie kann ich die... Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? Ja. Ich hoffe mal, dass Dogmeat jetzt noch seine Last hat, dass ich die noch wieder rausnehmen kann. Nee. Nehme ich jetzt einen Roboter als Begleiter? Das ist natürlich cool. Das ist, glaube ich, einer der DLCs, ne? Dass man da seine eigenen Roboter bauen kann, denn. Da hatte mir, ich glaube, das war Kubus, der hatte das erzählt, dass er da sehr krasse Roboter gebaut. Sehr mächtige.
Ich weiß ich nicht. Nehme ich einen Roboter? Nehme ich... weiterhin... Dogmeat? Hm. Muss ich mal ein bisschen überlegen. Und auf eure Ideen... Ich meine, ich kann jederzeit wechseln. Auf eure... Vorschläge und Einflüsse warten und reagieren. Ich plündere hier noch ein bisschen und gehe auf jeden Fall mal zurück, um mein Inventar auszuleeren. Ich kann noch ein bisschen bauen mal wieder. Ja, da werden wieder ganz viele Sachen. Yay! Wir haben wieder ganz viel Material, um zu bauen. Oh Gott, der hat aber richtig... Was ist das denn? Hallo? Für ein Monsterroboter. Was leuchtet hier? Nix. Gut, das war, glaube ich, alles, was hier plünderbar ist. Nee, den noch. Brennstoff. Wir haben auch noch das da entdeckt. Was war das? Was haben wir da entdeckt? What's Haushalt Elektronik? Regionalbüro, da müsste ich dann vielleicht nochmal hin. Da unten ist ja das ja gleich in der Ecke. Was haben wir hier? Diamond City. Und Morgan Center. Sollten wir nicht irgendwo hin, um... Hä? Starlight Drive-In, da will ich auch noch hin, um dort eine Baumöglichkeit zu schaffen. Naja. Gut, wir haben... heute... naja, Gutes getan, Gutes versucht auf jeden Fall. Wir haben die Raider ausgerottet. Aus diesem Lager da. Das dürfte wieder für ein bisschen mehr Frieden in der Region gesorgt haben. Wir haben es leider nicht geschafft, die Leute zu retten. Aber dafür haben wir jetzt Ada an unserer Seite. Greift ihr... Sag mal, seid ihr im falschen Fernsehen? Habt ihr Dogmeat angegriffen? Die greifen Dogmeat an. Sag mal. Das lohnt sich natürlich, ne? Was die hier so droppen? Dogmeat, pass auf dich auf. Was liegt denn da? Alter, ich bin nur... Alter, Städte halt, ne? What the fuck? Ein legendärer Ghoul, was hatte der gerade dabei gehabt? Warte mal, was war das? Ein unaufhaltsamer Baseballschläger füllt deine Aktionspunkte beim kritischen Treffer wieder auf. Natürlich. Ei. Na gut. Es reicht. Es reicht. Wir haben genug. Ich lass mich jetzt hier nicht ablenken. Beim nächsten Mal. Ja, was machen wir beim nächsten Mal? Wir schauen mal, was wir beim nächsten Mal machen. Wir haben einige Möglichkeiten. Wir hätten zum Beispiel jetzt dieses Gebäude da uns angucken können. Wir könnten versuchen, zu der Burg zu kommen, um die Burg zu befreien. Oder wir... Was? Hast du noch so einen Erfahrungspunkt bekommen? Oder wir holen uns das Starlight Drive-In. Das könnten wir auch machen. Ja, ja, wir haben ganz schön viele Möglichkeiten. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Ich entscheide es beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal die Waffe weg. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.